Auch schon. Da. Hallo zusammen. Ich bin der Rolf Brunel, das im wirklichen Leben. Und ich spiele schon 25 Jahre. Gut, das könnte der 26 sein, die Theatergruppe Friesenberg. Und dieses Jahr spielen wir ja. Dann sage ich, erzählt, wir spielen erst nächstes Jahr. Spielen wir ein Stück Drei Männer im Schnee. Und dort habe ich die grosse Ehre und darf den Generaldirektor Eduard Dobler spielen. Eduard, das macht Sinn, weil Edis, das sind immer ein bisschen die Chefs. Siehe unsere Aufstellung. Und wenn wir gerade bei Edi sind, der möchte, dass ich einen eher älteren, gemächlichen Mann spiele. Und wie kann man aus so etwas einen älteren Mann machen? Der junge Liebhaber war leider schon vergeben, bin Atreyu. Also habe ich dann halt den älteren Mann übernommen. Ja, also der Eduard Dobler, das ist eben so ein ziemlicher Patriarch, aber irgendwo hat er noch das Herz am rechten Fleck, weil er will mal etwas Cooles erleben und macht darum einen faulen Trick, so dass er auch bei einem Wettbewerb gewinnt, den er eigentlich selber ausgeschrieben hat. Ist eigentlich noch ziemlich verzwickt. Wie es genau ist, kann ich euch nicht sagen, weil ich den Text noch nicht. Ich rede letztens, die ihn kennt, aber noch einen weiss ich es dann auch. Und dann wird auch er eben gratis Ferien können haben, 10 Tage. Aber verkleidet sich als armer Schlucker. Sollen wir mal schauen, wie man eigentlich so auf einen armen Schlucker reagiert. Ich denke, es ist noch ziemlich ein spannendes Experiment. Selbstverständlich, es wäre keine Komödie, wenn es Tausende von Verwechslungen wären. Natürlich meint man einen anderen Sekt, der Armschlucker und so weiter. Aber wenn ihr wirklich wissen wollt, gebe ich euch einen Tipp. Können wir doch schauen, das Stück heisst, ihr müsst einfach weiter oben scrollen. Wir sind ja von oben gekommen, scrollen. Schaut weiter oben, dort ist der Titel. Ja, Drei Männer im Schnee. Und ja, im März geht's los. Wäre schön, wenn ihr dabei seid. Thank you.